Wenn Sie sich dazu entschlossen haben, mit ihm zu laufen, das wird sicherlich Gründe haben. Und wichtig ist, dass die Chemie stimmt, die Harmonie im Training. Und deshalb wird das das Beste sein. Nun aber geht es hier nahtlos weiter mit dem Viertplatzierten bei den Herren, Frédéric Dombier. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera roi, où tu seras. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avenir. Bien soit qu'un ciel flamboie rouge ou noir ne s'épouse-t-il pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je vais plus pleurer, je vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter, chanter, pleurer. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Frédéric Dombier hat sicherlich hier wunderbare oder gute Tage gehabt in Budapest und es lag nicht an ihm, dass er keine Medaille gewonnen hat. Auf jeden Fall nicht daran, dass er Fehler gemacht hat. Sein Problem ist natürlich ein bisschen, dass seine Sprünge nicht so bombastisch wirken. Auch zum Beispiel im Vergleich zu Stefan Lindemann. Wenn der ein Dreifachachsel springt, dann ist das ein absoluter Knaller. Frédéric Dombier macht halt irgendwo 3,5 Umdrehungen in der Luft. Nicht sehr hoch, nicht sehr spektakulär. Und ich denke, das ist die Tatsache, die ihn... Die ihm die Bronzemedaille gekostet hat. Er hat alles gezeigt, er hat zwei wunderschöne 4V-Salchos gezeigt in Kurzform und Kür und er kann sich auf jeden Fall nichts vorwerfen.
aber dennoch war es sein bislang bestes Ergebnis bei Europameisterschaften. Fünfter war er schon mal 2002, jetzt der vierte Platz. Es geht auf jeden Fall bergauf für ihn. Er ist auf jeden Fall ein Medaillenkandidat, der, wie Sie sehen, hier auch seine Fans hat in Budapest. Aber wie gesagt, er muss halt teilweise, ist darauf angewiesen, dass er von Fehlern der anderen profitiert.